Hallo und herzlich willkommen zu World of Tanks und zu einem Replay vom Alex-2104. Das Replay ist etwas älter und zwar von 9.3. Ich weiß das Datum gerade nicht, wann das eingetreten hat, aber etwas ja länger her. Ich habe es jetzt etwas mit etwas ja ein paar kleinen Umständen zum Laufen bekommen und ich hoffe, es läuft auch alles ganz normal. Ich hoffe, da kommen jetzt keine Bugs. Ich glaube, ich meine, das Replay läuft jetzt, das 9.3 Replay läuft auf einem 9.4 Ordner, also ja, 9.5 ging nicht, oder auf jeden Fall, gab jetzt auch das Mini-Patch, aber läuft halt einfach nicht, aber zum Glück habe ich hier ja ein, zwei Ordner gesaved, ziemlich viele sogar. Ihr wollt nicht meinen Games-Ordner sehen und nicht wissen, wie viel Gigabyte da drin sind, das ist, nee. Unterwegs ist er mit seinem Kollegen, was weiß ich, Noob-Noob-Zug. Toller Name, by the way. Und er selber fährt hier den 100T, 150 und sein Freund den Tiger P. Ein sehr, sehr, sehr geiles Replay, wie ich finde. Was ich bis jetzt übersehen habe, quasi. Aber vorhin war ich da quasi am komplett durchstöbern und hab das recht schöne Replay hier gefunden. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ja, die Posi, wo er sitzt, ist nicht schlecht. Andererseits, ja, hat er sehr oft die Ketten zerschossen, gehe ich davon aus. Und, ja, wenn er dann zu weit vorne steht, dann kann er da auch nicht viel machen. Aber ich glaube, wenn er so stehen bleiben würde, das würde sogar funktionieren. Ja! Sehr schöner Schuss. Ja, die schießen nur auf die Ketten, das heißt, er hat hier auf jeden Fall einfach das Spiel. Der Alpha ist ja auch relativ hoch für den Sachsen, würde ich jetzt mal behaupten. 250 ist auf jeden Fall nicht ganz so schlecht. Und die rotzen echt nur die Ketten weg. Ich glaube, die Stelle muss ich mir merken, falls es die noch gibt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schade. Ja, der Panther hat die Kleine drauf. Da kommt er auf jeden Fall nicht gut durch. Ui, der erste Schuss ist durch. Da hat der Aal anscheinend mal etwas genauer gezielt quasi. Aber scheinbar haben sie schon genug und ziehen sich zurück. Oder auch nicht. Oh, oh. Das war ein schwerer Hit. Ah, schade. Der ist etwas zu weit runtergekommen. Wäre ein bisschen weiter oben auf den Turm gekommen, wäre wahrscheinlich durchgekommen. Ah, fail. Ja, Leute, die Genauigkeit von Kanonen ist nicht immer das Beste. Und ich meine, das wurde ja schon in welchem Patch? Irgendein Patch verändert. Jetzt fliegen die Schüsse ja wesentlich mehr auf Punkt Du. Lol. Das ist strange. Oh. Mein Kollege ist schon tot. Er hat noch ganze 500 HP. Hält sich also noch ganz gut, würde ich fast sagen. Ja, jetzt haben die Gegner aber gecheckt, dass er beim Turm bei ihm durchkommt. Hat ja auch etwas länger gedauert. Wir können uns das ja mal fix angucken. Ja, hier. Ja, okay, es war glaube ich auch Premium. Wobei, der hat ja auch nicht so ganz großes Kaliber. Ah, ich weiß es nicht, will jetzt nichts sagen. Kann durchaus Premium sein, kann aber auch einfach nur normal geschossen sein. Sieht ja, diese Boden sieht anders aus, oder? Ja, bisschen komischer von der Qualität, quasi von der Texturqualität. Und mal schauen, was er hier noch schaffen kann. Ist ja immer ein 6er und 7er Match. Das sollte gehen. Ist also nicht vollkommen unterlegen quasi. Da müssen die 5er auf jeden Fall etwas mehr bewahren. Aber ja, 8 zu 10 sieht aber glaube ich gar nicht so schlecht aus, weil der VK da vorne ein One-Hit ist und nice Schuss. Und der
was weiß ich, kann ich ja erkennen, was das ist. T2, IS2. Panther. Der ist ja unwanted. Ja, jetzt gerade ist ja auch jemand gestorben. Das heißt, jetzt steht es Gleichstand. Wobei es sehr schwierig werden könnte, wenn der Heavy da fällt. Ah, da fällt jemand auf die Brücke. Die Brücke, hallo. Die Brücke. Schade. Weil die können jetzt nämlich cappen. Und das wäre natürlich nicht so vorteilhaft, wenn jetzt auch zu cappen. Ah, wobei der IS ist ja recht schnell, der sollte das sogar noch schaffen. Also wenn sie zu zweit cappen, sind sie, glaube ich, sind sie nicht schnell genug mit dem Cappen. Kann ich mir nicht vorstellen. Der arme AT2 hatte da scheinbar echt nicht viel Chance. Oh, Gegner verunfallt. Der Joke Julian, ja, das ist wohl ein Joke. Ah, ja. Und wobei die S53 hat auf jeden Fall gute Durchschlagskraft. Ah, sehen wir. Schön, schön, dass sie hier ist. Fail. Okay, wir sehen nichts vom Damage oder von der Durchschlagskraft. Schade aber auch. Ich meine auf jeden Fall, dass sie eine gar nicht so schlechte Wumme hat. Und er hat hier nur 234 AP. Und wenn er jetzt eine Stuhl und E-Mail begegnet, dann wird es auch sehr kritisch. Weil er, meine ich, nicht One-Hit ist und er ist, glaube ich, ziemlich One-Hit für den Stuhl und E-Mail. Ja, da in der Ecke wird er wohl kaum sein, war zu. Ja, Funkreichweite reicht nicht aus. Fürs Funken zum IS quasi. Bin gespannt, wo der Sturm ist. Ich hätte jetzt gedacht, okay. Ich hätte gedacht, der ist rübergefahren, aber. Ja. Drei Hits sind es theoretisch. Oh shit. Oh shit. Er muss ihn tracken. Oder blockieren, jetzt blockieren. Ja, das ist zu schwer. Hä, warum? Eigentlich ist er zu schwer. Oha, da hat er echt Glück. Der sture E-Mail macht seinen Job hier auch nicht so ganz perfekt. Aber er hat ihn am Ende. Sehr schön, sehr schön. Ja, soweit so gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn dieses Video online geht oder irgendwie am Abend heute, werde ich auf jeden Fall streamen. Weil die individuellen Missions sind draußen. Und ja, die werden wir uns anschauen. Und da werde ich mich ja reinhängen, könnte man sagen. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü.